Nun ist das Abenteuer für ihn endgültig vorbei. Eigentlich hätte Lucas Cordalis, 54, dieses Jahr im Dschungelcamp um die begehrte Krone kämpfen sollen, genauso wie sein Vater Costa Cordalis, römisches Kreuz 75, im Jahr 2004. Doch aufgrund eines positiven Corona-Tests wurde daraus nichts. Als Nachrücker einziehen wollte der Mann von Daniela Katzenberger, 35, letztlich ebenfalls nicht. Jetzt stand seine Rückreise nach Deutschland an. Lucas ist sichtlich traurig darüber. Im Gespräch mit RTL gab der 54-Jährige ehrlich zu: Ich bin jetzt schon sehr niedergeschlagen, muss man sagen, weil ich hatte natürlich ganz andere Vorstellungen und Wünsche hier in Südafrika. Jetzt reise ich unverrichteter Dinge wieder ab, mit einem richtig schlechten Gefühl im Magen. Das Einzige, was ihn tröstet, sei, dass er bald seine Familie wieder sieht. Er freue sich sehr, seine Tochter Sophia, 6, wieder in die Arme schließen zu können. Außerdem sei Lucas zufrieden mit seiner Entscheidung, nicht mehr nachträglich ins Camp einzuziehen, weil ich es egoistisch gefunden hätte, jemand anderen zu gefährden, erklärte er. Nun hoffe er, dass es nächstes Jahr endlich klappt.